Damals im Jahr 2001 fand, vollkommen unbemerkt, eine Revolution statt. Das Nokia 5510 wurde geboren. Und mit ihm der erste MP3-Player-Handy-Hybrid. Und heute zeige ich euch das dunkle Geheimnis dieses Handys. 17 Jahre später wird es endlich gelüftet. Hier in meiner Sammlung, schön in Folie verpackt und nur ein Jahr lang genutzt. Von hinten sieht es aus wie ein Brillenetui. Volle Tastatur, links und rechts vom Display. Tja, damals waren sie noch kreativ und das war noch vor den Zeiten von Touchscreen und so weiter. Ja, nun gut, werfen wir zuerst mal einen Blick auf das, was damals zusammen mit dem Handy kam. Wir haben hier das Gesicht von einem Kerl. Und offenbar steckt eine CD in seiner Nase. Hier haben wir ein paar Kerle, die aus allen Wolken fallen. Heiße Tussi und noch ein paar Typen. Und jede Menge Text, den ich jetzt nicht vorlese. Ich sehe, gab es das Handy auch in Rot. Das hätte mir sogar besser gefallen damals, aber egal. Okay, hier haben wir noch eine Anleitung. 5510 Nokia. Das war damals eines der teuersten Handys, das man kaufen konnte. Und es war ja auch innovativ, ich meine. Es hatte 16 MB Speicher, was damals verdammt viel war. Und ermöglichte einem eben, unterwegs Musik zu hören. Ganz ohne Walkman. Das war eine Revolution. Heute ganz normal und unvorstellbar, dass man mit einem Handy nicht mehr Musik hören kann. Naja, was soll man das sagen? Aber wie versprochen, ich zeige euch jetzt sein dunkles Geheimnis. Und hier ist es, das Nokia 3410. Aber Moment mal, was hat das beliebteste Nokia der 2000er mit dem teuersten Nokia der 2000er zu tun? Tja, wie wir hier sehen, wenn wir einen Blick auf die Rückseite werfen, sie sind identisch. Ich nehme mal die Akkus raus. Wie man sieht, enthält das Nokia oben eine Kopie des Nokias unten. Tja, bloß eine andere Farbe. Wie man sieht, ist das das dunkle Geheimnis. Sie haben also versucht, offenbar Geld zu sparen und einfach nur das Gehäuse vom oberen benutzt, um das untere einzusetzen. Oder umgekehrt. Umgekehrt. Machen wir das Brillenetui mal wieder zu und ja. Das fand ich damals schon recht interessant, dass sie eigentlich theoretisch gesehen, abgesehen von der größeren Tastatur, was natürlich der Grund für die Erweiterung war, einfach den MP3-Player auch in dieses Handy einbauen hätten können. Was es natürlich viel erfolgreicher gemacht hätte, als zu versuchen, dieses Riesenteil hier zu verkaufen. Das übrigens ja den Spitznamen Brillenetui weg hatte. Tja, interessantes Video, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr noch nicht wusstet, dass diese Handys im Inneren eigentlich gleich sind, tja, dann könnt ihr mir ein Like geben. The space between the wicked lies we tell and hope to keep us safe from the pain. The new Nokia has a phone, digital music player, radio, text machine and a lot more. Looks weird, sounds great. Das ist ein MP3-Player in einem
Handy, das sich in einem anderen Handy befindet? Oh Mann, das ist echt crazy. Tja, so waren sie, die frühen 2000er.